Ich und das ist eigentlich schon ein Experte in der Nummer. So, dann Drachenfest, Abenteuerschmiede. Hanno liebt Kuchen. Vor einer Woche schrieb: Wieso machst du dir nicht einfach im Vorfeld der Videos ein Konzept? Sag, dass du Aventurien mit Fate bespielst. Du machst dein eigenes Ding. Wieso noch nebenbei das Bashing gegen DSA und die Regionalspielhilfen? So, das sind jetzt ein paar verschiedene Vorwürfe. Und auf die wollte ich jetzt erstmal eingehen. Also erstmal, wieso machst du dir nicht einfach im Vorfeld des Videos ein Konzept? So, also, speziell jetzt in diesem Video ging es darum, dass ich mir kein Konzept mache. Dementsprechend verstehe ich, was er meint. Natürlich ist das Video konzeptlos, aber das war ja mein Konzept, dass es konzeptlos ist. Ich wollte in diesem Video von null an, ohne mir vorher groß Gedanken gemacht zu haben, los, also mir überlegen, wie ich dieses Abenteuer aufziehe, wie ich es auf dem Drachenfest spielen will, in einer Festivalsituation ohne groß Platz, ohne Möglichkeit, jetzt einen Haufen Bücher mitzuschleppen, ohne dies, ohne das, ohne jenes. Und dann kommt hier sagt, dass du Aventurien mit Fate bespielst. Das sind Gedanken, unter anderem, die gekommen sind, auch während ich sowas durchgehe. Ich versuche, meine Gedanken dann auch immer zu transportieren, aber sie sind auch, sie entstehen ja direkt in der Situation. Also ich mache es bei den meisten Videos so, dass ich mir vorher ein Konzept zusammenlege, so einen roten Faden. Oder dass ich die Bücher vorgearbeitet habe oder schon mal reingeguckt habe oder so. Es gibt natürlich auch mal ein durchgeblättert Video. Also alle Unboxing-Videos ist vollkommen logisch, dass da nicht irgendwie jetzt viel Fleisch an dem Knochen dran sein kann, weil das meine ersten Eindrücke sind. Ich mache den Scheißkarton auf und gucke rein. Und es gibt auch Videos, wo ich einfach sage, wir blättern das Ding jetzt einfach mal durch. Ich habe jetzt das nicht irgendwie groß vorher angeguckt, ich möchte einfach mit euch meine Eindrücke teilen, die ich jetzt einfach nur dadurch habe, dass ich so reingucke. Ne? Wenn mich das fesselt und so weiter, dann gehe ich meistens dann auch noch in die Tiefe rein und dann ist es halt dann mehr mit Konzept auch. Ne? Oder halt vorher vorbereitet. Also, wenn ich jetzt ein vorgearbeitetes Buch mit euch durchgehe, dann lese ich ja auch nicht irgendwelche Punkte von einem Zettel ab. Ne? Das mache ich nur bei Videos zum Beispiel, das ich jetzt vorhabe. Ich habe zwei Abenteuerwelten für Fate vorbereitet. Da habe ich mir zu jeder Abenteuerwelt Stichpunkte geschrieben, aufgeschrieben. Um das mal, die beiden mal, ich habe die beiden mal, die will ich mal analysieren. Ne? Den Grund erzähle ich euch dann im Video. Aber da habe ich das ganz klar mit aufgeteilt, mit Gedanken, mit Stichpunkten und so weiter, dass ich euch da viele Gedanken nochmal so mitgeben kann. Liegt natürlich auch daran, weil ich das jetzt innerhalb der letzten Wochen gemacht habe. Und damit nicht die Gedanken weggehen und vergessen gehen, habe ich mir sie natürlich stichpunktartig dann notiert. So, genau. Also deswegen gibt es in diesen Videos kein Konzept, weil ich mit euch das Konzept quasi auch entwickle. Und das Abenteuer stellt sich auch um. Also mit Gedanken und mit Ausarbeitung stellt sich das um. So, und da ist dann auch irgendwann der Entschluss gefasst worden und auch getroffen worden, okay, ich mache das mit Fate. So. Du machst dein eigenes Ding. Genau. So. Und dann, wieso noch nebenbei das Bashing gegen DSA und die Regionalspielhilfen? Weil es mich einfach ankotzt und das ist genau das Ding. Punkt. Das ist der Grund. Die haben bei mir einen Punkt getroffen, einen Nerv getroffen und es wird immer schlimmer und mich ärgert das einfach, dass das so zerflettert wird. Und es fällt jedem auf, der mit DSA, der Fan von DSA ist, der schon Jahre DSA-Fan ist und so weiter. Ich habe schon von etlichen Leuten gehört. Auch in Kommentaren, auch in Privatnachrichten, auch im Privattreffen und Besprechen mit den Leuten. Oh, DSA 5, wie geil. Ich habe das letzte Mal DSA 2 gespielt oder DSA 3.
Oder bei DSA 4 bin ich ausgestiegen und so. Und die sind alle zurückgekommen. Oder viele, die sagen, oh, ich hab Bock, DSA 5 sieht so gut aus und es ist alles aus einem Guss und ein Konzept und hin und her. Und die wollten dieses Verschachteln nicht mehr von DSA 4.1 mit 12 Millionen Büchern und allen möglichen Regeln und hin und her. Und es wird bei DSA 5 noch schlimmer. Und das ärgert mich, weil ich zum Beispiel, ich möchte einen fucking Undergaster in meinem DSA haben. Und ich möchte mir dafür keine regionale Waffenkammer kaufen müssen. Regional Quellenband, Regionalbeschreibung, meinetwegen. Aber da muss das alles drin sein. Da muss die ganze Ausrüstung drin sein, da müssen die Waffen drin sein, da müssen die Tiere drin sein, da muss das drin sein. Wenn sie das schon verschachteln, aber nicht in ein Ding in 5 verschiedene Publikationen verteilen, und das kotzt mich an, und das sage ich auch. Und das ist nicht meine Welt mehr. Das macht mir keinen Spaß. Mal abgesehen davon, dass es ja auch ein Geldgrab ist ohne Ende. Ich bezahle ja dafür. So, und dementsprechend sage ich, ich habe das alles bezahlt und es kotzt mich einfach an. So. Ansonsten machen die vieles richtig. Die machen auch wirtschaftlich vieles oder alles richtig. Na, das sind immer 2 verschiedene Dinge. Das eine ist, was eine Firma macht, wirtschaftliche Dinge, um Geld zu verdienen. Und nur wenn sie Geld verdienen, machen sie weiter und vertiefen auch ihre Bemühungen. Und das sieht man natürlich bei DSA auch. Die haben es übernommen mit 4.1, haben damit einen super Job gemacht, haben damit Geld verdient, die Firma ist gewachsen, es kommen immer mehr Dinge dazu, es kommt Crowdfunding dazu und so weiter. Und sie haben DSA 5 rausgebracht, was wirklich toll ist. Und mit dem sie auch anscheinend gut Geld verdienen. Das ist auch in Ordnung. Absolut in Ordnung. Sie sollen auch damit Geld verdienen. Die machen das, um Geld zu verdienen. Und nur wenn du Geld verdienst, kannst du sowas in so einer Qualität rausbringen. Ja? Aber deswegen muss ich das persönlich nicht mittragen. Und deswegen muss ich mich auch nicht unbedingt jetzt... ich muss nicht da die Klappe halten und alles mitmachen. Das mache ich nicht. Genauso wenig, wie ich, wenn ich Bücher bekomme von irgendeinem Verlag, der sagt, hier, ich finde es gut, was du machst, hier, mach ein Video drüber. Dann halte ich mich auch nicht zurück mit Kritik, wenn es angebracht ist. Das sind für mich 2 ganz wichtige Dinge, weil man wird sehr, sehr leicht korrumpiert von Dingen. Ja? Von Freundschaft, von Gefühlen, von Emotionen. Viele Leute lassen sich auch von Emotionen immer sehr, sehr leicht Meinungen irgendwie bilden. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche sachlich in die Bücher reinzugehen. Natürlich schaffe ich das nicht. Ja, also meine Emotionen kommen schon raus, ne? Gerade bei so einem Thema, weil es mich einfach ärgert, weil ich DSA so mag. Ja, dann ärgert mich das. Und das, meine Emotionen kommen dann halt raus und dann mache ich mir auch mal Luft. Dann sage ich auch mal, so, jetzt reicht's, haue ich mal auf den Tisch. So, aber nur so viel dazu, ne? Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. An der Qualität der Regionalspielhilfen, an der Qualität von DSA 5 und so weiter, an den Zeichnungen und so weiter, ist echt nichts zu deuteln. Das System funktioniert auch weitestgehend gut. Es ist ein Riesensystem. Ist auch alles in Ordnung, ja. Aber ich bin da mittlerweile ein bisschen oldschooliger geworden. Ich mag dann den Midgard-Weg lieber. Ich mag ein Grundregelwerk und ein Magierband. Und da soll 80-90% von allem drin sein. So. Und die restlichen 10-15% kann man dann nochmal in Regionalspielhilfen, in Regionalbeschreibungen oder in einem Bestiarium oder sonstige Dinge reinpacken. Aber ich sehe auch, dass es viel aufwendiger wird, heute solche Bücher zu machen. Alleine die Zeichnungen. Schaut euch an, wie viele Zeichnungen in DSA drin sind. Ja? Also muss man auch
das ein bisschen unterteilen, um einfach mehr Geld zu verdienen, um das alles so bezahlen zu können. Gut. Aber nee, dann mag ich doch lieber kompaktere Systeme, ne? Ohne jetzt ganz leichte Systeme zu bevorzugen. Okay, also das ist so ein Reizthema. So, Mörgers schrieb vor einer Woche, der ist auch immer fleißig dabei, die ganzen Kommentare lese ich natürlich auch und es ist meistens cool. Er schrieb, war interessant, es ging jetzt auch hier um das Drachenfest, war interessant, dir bei der Vorbereitung des kleinen Abenteuers zuzuschauen. Bin gespannt zu hören, wie es in der Praxis ablief. Dazu erstmal, der Kommentar ist auch noch sehr, sehr lang, also ich schätze auch mal mindestens eine DIN A4-Seite und auch sehr, sehr interessant. Und da danke ich dir auch immer, dass du deine schönen Kommentare darunter knallst, also lese ich auch alles immer super, ich danke dir dafür. Das Abenteuer lief leider nicht, weil das genau in dieser heißen Woche war, wo wir eigentlich nur da gelegen haben und versucht haben, die Mittagshitze irgendwie zu überleben. Und abends war einfach so viel zu tun auf dem Drachenfest und zu machen und am Laufen und dass wir es mit dem Spielen gar nicht so geschafft haben. Und meistens waren wir auch einfach so platt durch die Hitze, dass es nicht geklappt hat. Das Abenteuer habe ich aber noch und ich hoffe, dass das bald mal gespielt wird. So, zu deinem Kommentar zu meiner Rechtschreibung. Mit kleinen Großschreibung und so weiter. Ich habe da massiv Probleme. Ich bin nicht behindert oder dumm. ich vermute, dass es einfach irgendwann mal durch eine gewisse Faulheit entstanden ist. Ich habe mein Abitur gemacht und auch geschafft. Das war kein Problem. Ich habe eine Lehre geschafft und so weiter. Also ich bin nicht doof. Aber irgendwie ist Rechtschreibung so ein Ding, da habe ich immer Probleme und ich kämpfe immer damit. Ich benutze sehr, sehr viel Textkorrekturprogramme und so weiter und auch durch das Lesen, um halt meine Rechtschreibung zu verbessern. Mit den meisten Worten habe ich jetzt kein Problem, wie die zu schreiben sind. Ne? Also da bin ich eigentlich relativ solide. Manchmal gibt es ein paar Fehler. Ja, das ist dann eben so. Aber Klein- und Großschreibung war bei mir schon immer irgendwie so ein Ding. Es ist auch wirklich nicht, es muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche auch hier nicht irgendwie rumzulügen oder irgendwas. Das ist nur Faulheit. Klein- und Großschreibung ist eine einfache Regel. Und man muss sich einfach mal die in den Kopf hauen und dann mal ein halbes Jahr gezielt wirklich drauf das anwenden, bis das so in Fleisch und Blut übergeht. Das ist bei mir aber nicht passiert irgendwie. Das war Faulheit. Und wenn ich jetzt irgendwas klein und groß falsch schreibe, ist es einfach Faulheit. Muss ich so gestehen. Tut mir leid. Ich versuche es zu vermeiden. Aber ich kann es euch wirklich, ich brauche jetzt hier nicht irgendwelche Lügengeschichten erfinden oder irgendwas. Das ist mir auch unangenehm, aber es ist einfach so. Ich bin, was das angeht, ist es bei mir keine A-Priorität. Das ist so ein Ding, ich weiß, dass es dumm ist und das ist so ein Guilty Pleasure irgendwie. Naja, Guilty Pleasure ist falsch. Es ist ja keine Freude. Aber, naja. Also, danke für die Tipps und so weiter. Ich werde mal sehen, ob ich da irgendwas dran ändere. Aber es ist wirklich, es ist einfach Faulheit. Ganz klar. Weil es ist nichts, wo man sagt, irgendwie, das ist unmöglich abzustellen. Aber, ist einfach Faulheit. So, und jetzt schon der letzte Kommentar. Es waren sehr, sehr viele Kommentare, aber man musste ja nicht über jeden jetzt hier eine halbe Stunde reden. Das war zu einem Star Wars Video. Und es war auch ein Kritikbeitrag. Du hattest doch zu Ulysses wegen genau sowas einen Hinweis bei DSA bekommen, dass ich keine PDFs zeigen soll. Wieso machst du jetzt genau das gleiche bei Star Wars? Die Lizenz gehört auch Ulysses. Disney findet das bestimmt nicht knorke oder hast du die Erlaubnis von Disney, die PDF zu veröffentlichen? Also, es ging darum, um das Abenteuer Der lange Arm des Hutz. Und erstmal,
korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt. Ich habe es jetzt nicht extra nochmal nachgeschlagen, obwohl ich es eigentlich machen wollte, aber so wichtig ist es mir dann doch nicht. Star Wars, das Fantasy Flight Rollenspiel mit, von Disney, also, ne, ist von Heidelberger Spiele. Die haben die Lizenz dazu. Ulysses hat überhaupt nichts damit zu tun, außer, dass die Bücher für Heidelberger layouten, übersetzen und so weiter. Wo sich Heidelberger halt total schwer tut. Dafür macht zum Beispiel Heidelberger auch diese Facharbeit, zum Beispiel für Aventuria, das Brettspiel. Das Brettspiel habe ich auch gezeigt. So, das ist erstmal das. Also die Lizenz dafür, das in Deutschland zu vertreiben, gehört Heidelberger Spiele. Die haben sich die Fachleute von Ulysses geholt, weil Heidelberger Spiele nicht so viel Fachexpertise hat, um ein Rollenspielsystem und Bücher und so weiter so umzusetzen, wie die das gerne wollen, so in ihrem Standard. So. Disney ist es scheißegal, weil Disney hat ihre Lizenzgebühr bekommen und steht auf dem Cover, damit sind die fein. Die verdienen da nichts dran, die haben ihre Lizenz bekommen. So. Und das war das. Und dann, ja, die Veröffentlichung dieses Abenteuers. Dieses Abenteuer ist ein gratis Download-Abenteuer. Das kann sich jeder runterladen. Da braucht ihr keinen Bezahlcode oder das gehört nicht zu irgendwas dazu. Das ist in meinem Einsteiger-Set, was ich bezahlt habe, ja, ist es, steht es drin, dass man sich das runterladen kann und da steht kein Key dabei, da gibt es kein Passwort und so weiter. Und ich habe es einfach hier gegoogelt. Ich habe das Abenteuer gegoogelt und dann von Ulysses, die es auch in ihrem Download haben, einfach runtergeladen. Das kann jeder machen. Ich musste mich nicht registrieren, anmelden, gar nichts. Das bedeutet, das ist ein fucking Freeware-Abenteuer. Und dazu kommt noch, dass Ulysses das noch nicht mal bearbeitet hat. Das ist so, wie das von Heidelberger Spiele zum Release vom ersten Band am Rande des Imperiums online gestellt worden ist. Ulysses hat da nicht drüber geguckt, hat es nicht korrigiert, hat keine Rechte dran, hat gar nichts dran. Die verkaufen nur das Buch mit. Vielleicht verdienen sie auch an den neuen Büchern, die sie quasi dann übersetzt haben in der neuen Version und so. Vielleicht verdienen die auch ein bisschen was mit. Das weiß ich nicht, was da ausgehandelt ist. Aber auf jeden Fall vertreiben sie es über ihre Seite. Also das heißt, daran verdienen die schon. Also es macht für die auch Sinn, zum Beispiel dieses Download-Abenteuer anzubieten. Jeder von euch kann hingehen und dieses Abenteuer umsonst runterladen. Warum soll ich das nicht zeigen dürfen? Ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt hier ein Kaufding zeige, ja, irgendwie ein PDF, wo Ulysses auch die Rechte dran hat. Ich bin der Meinung, dass das vollkommen legitim ist, dass Ulysses das unterbietet, dass sie sagen, das ist ihre PDF und sie ist nur zu non-kommerziellen Zwecken zu nutzen, also zum Spielen und man kann auch Teile vielleicht kopieren, aber nicht, um damit jetzt irgendwie, was weiß ich, sonst was zu machen. Ja. Aber in dem Fall, das ist wie gesagt ein freies, gratis Ding und das kann sich jeder runterladen und dementsprechend sah ich da jetzt keinen Grund zur Veranlassung und es wurde auch unter dem Abenteuer, also unter dem Video jetzt hier unter dem Kommentar von Lila Bruce, wurde auch von anderer Seite dementsprechend argumentiert und kommentiert und dementsprechend fand ich das dann auch legitim. Also mir wurde quasi zugestimmt, dass das unerheblich ist, weil es halt ein gratis Abenteuer ist. Kann sich jeder von euch jetzt sofort runterladen. Und würde ich euch auch raten, ladet es euch runter. Es ist umsonst und online. Und selbst wenn ihr jetzt die Werte nicht habt irgendwie oder das Spiel nicht habt, dann spielt einfach irgendwie euer Fate und habt ein gratis Abenteuer. So. Gut, das Video war jetzt wieder viel zu lang. Ich werde mal sehen, ob ich es teile. Na gut. Aber mir war es wichtig, schon mal wenigstens auf diese paar Sachen einzugehen. Ich melde mich dann auch hier mit diesem Video quasi wieder zurück. Und die Produktion von neuen Videos läuft somit an. Und es läuft wieder, hoffentlich wieder alles in regulären Bahnen. Okay, Leute. Ich freue mich auch über den Zuspruch zu Babylon 5.
Die ist ja jetzt gestartet, die Serie, auch wenn es nichts mit Rollenspiel zu tun hat. Das ist aber was mir am Herzen liegt. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß daran. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.